Der BVB empfängt Man City am fünften Spieltag der Youth League Gruppenphase. Eine gute Nachricht gab es im Vorfeld. Dadurch, dass Kopenhagen gegen Sevilla verlor, ist das Ergebnis hier nicht ursächlich dafür, ob der BVB am letzten Spieltag noch eine Chance gegen die Dänen hat, um weiterzukommen. Die Mannschaft aber hellwach, startet richtig gut. Die erste Spielminute und Paris Brunner mit dem Führungstreffer. Der U17-Nationalspieler konnte hier die herrliche Flanke von Semic verwerten. City mit mehr Ballbesitz und mit mehr Aktionen. Das ist Borges in der Mitte. Bob, Borges und Dixon 1-1. Abseits wurde reklamiert, war aber alles in regelkonformer Position. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Schwarz-Gelb gut verteidigt, dann aber keine Chance für die Hintermannschaft um Silas Ostrinski. Kurz drauf musste Filippo Mané verletzt vom Rasen und City wusste das auszunutzen. Nico O'Reilly, der bereits im Hinspiel beim 3-2-Erfolg der Citizens getroffen hatte, mit dem 2-1. Partie also gedreht. Dixon mit der Vorlage. Und es kam auch schlimmer am ersten Durchgang, die 43. Der Ball über Adedire Mebude. Mebude, spitzer Winkel, 3-1. Plötzlich also die 2-Tore-Führung, richtig bitter für die Mannschaft von Mike Tolberg, die ansonsten eigentlich gut drin war. Aber rein in den zweiten Durchgang. Und da hatte sich Schwarz-Gelb noch einiges vorgenommen. Göktan Gürpüz unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, also ein Blitzstart. Wie schon im ersten Durchgang, stark wie er hier den Ball behaupten kann. Und dann ein perfekter Abschluss. Und wir gehen rein in die 62. Wieder Gürpüz. Göktan Gürpüz, ein Traumtor zum 3-3. Ein super Abschluss, unhaltbar für Miki van Sass im Tor von Manchester City. Und damit gibt es den ersehnten Punkterfolg gegen City. Starke Leistung heute der Mannschaft von Mike Tolberg. Und dieser eine Zähler bedeutet, dass bereits ein 1-0 gegen Kopenhagen am letzten Spieltag reicht, um in die nächste Runde der Youth League einzuziehen.